ihr Süßis, heute wird genascht. Ich bin in Köln bei der Internationalen Süßwarenmesse, um mir das Ganze mal genauer anzuknuspern. Da ist das fette Schwein von dem viralen Ding. Sonst sieht man dann so aus wie dieses fette Schwein. Entschuldigung, Sie müssen schnell auf die Seite, sonst das fette Schwein meine ich. Du! Ich mache euch das Leben zur Hölle. Ich habe euch gesucht. Hi, wir sind hier. Immer noch. Immer wieder. Ihr seid in dem allerersten Video von mir, was ich für die Heute-Show jemals gedreht habe, wo ich so sage, geh mal zur Seite, du fettes Schwein. Und dann meine ich, es war tatsächlich Zufall. Es war nicht extra. Ich lese mir auch öfters die Kommentare durch. Ich werde gespammt seit einem Jahr. Wieso ist denn das wieder aufgetaucht, das Video? Das war... Aber es kursiert momentan. Ja. Aber ist es gut für euch oder ist es eher schlecht? Also für mich war es gut und schlecht, weil mir haben so viele Leute geschrieben. Ich habe in einer Tour diese Videos geschickt bekommen und nicht nur so, ey, die, wenn ich in die Finger kriege. Ich hab so zwei Tage erst zu meinem Freund gesagt, der so, vielleicht kommt sie. Habe ich gesagt, die, wenn kommt, der erzähle ich was. Und erzähl mir, jetzt bin ich hier, ich bin da. Ich bin nicht böse, aber es ist schon witzig. Gibt es hier eigentlich irgendwo Leckmuscheln? Also ich mag die nicht besonders, aber ich sag das Wort einfach sehr gerne. Leckmuscheln. Übrigens, wenn man eine leergeleckte Leckmuschel ans Ohr hält, dann hört man das Rauschen der eigenen Bauchspeicheldrüse. Slushpuppy ist schon das, was man so kennt, oder? Ja. Slushpuppy ist Slushpuppy. Das ist so wie Snapple ist Snapple. Da kann man nicht anderes sagen. Fruchtsaft, Snapple ist Snapple. Und Slushpuppy ist Slushpuppy. Und Slush-Eis gibt es viele, aber Slushpuppy ist eben unik. Denken Sie sich manchmal, welche 15 seltsamen Entscheidungen haben mich zu einem Beruf gebracht, wo ich 300 Mal am Tag Slushpuppy und Snapple sage? So oft sage ich es nicht, aber ich habe Spaß daran. Man sieht. Wenn man Leidenschaft dran hat, ja, das muss ja rüberspringen. Also ich möchte auch nur Dinge verkaufen, bei denen ich auch wirklich Spaß habe und hinter denen ich stehe. Und das stimmt eben vom A bis Z. Also erstens das Knacken, richtig geil. Die Weisheit, die hier drin steht. The human brain is about 80% Snapple. Ja, Spaß, es steht Water. Ja, aber bei manchen mehr oder weniger. Dürfte ich am Ende, bevor wir gehen, noch so eins mit nach Hause nehmen? Ja, so eins uns selber eingefrieren, aber auch ein gefrorenes eine halbe Stunde in der Hosentasche lassen, dann wird es nämlich warm. Mhm. Und, also da reichen wahrscheinlich dann schon wenige Minuten. Ja, das kann ich mir bei Ihnen vorstellen. Jetzt blühen sie ja richtig auf. Da wird ja der Papi im Slushy verrückt. Ich mag bei Pistazien auch, dass man die Schalen so wie Gelnägel benutzen kann. Ja. Machst du das manchmal? Ich persönlich nicht. Ist aber natürlich witzig, wenn man auf dem Sofa sitzt und gerade nochmal was anderes zum Anfassen braucht, kann man natürlich auch Gelnägel machen. Boah, ich muss weitergehen. Ich habe so eine Packung Slush-Papi, die hier in meinem Beutel ist. Ja. Und die schmilzt langsam. Oh je. Und ich habe das Gefühl, ich habe unfreiwillig meine Eizellen einfrieren lassen. Das ist natürlich nicht gut. Möchtest du eine haben? Eine einzelne? Eine Packung Slush-Papi. What do you think of people who bite their lollipops? Who bite their lollipops? Well, I think that you then have more sugar stuck in your teeth, so it's better to suck. Mm. Well, it's better to suck is kind of a general theme that I'm going with in my life, because I try not to beat myself up when I suck too much. Well, it's perfect. Thank you. Do you have any information for the German viewers out there? Buy our products. Make us famous. We want Jellymania to be big in Alemania, which is Germany in Spanish. Or do you know what Alemania is in German? Jellyland! What's the most sour product you have? Our hard candy. Can I try one? Yes, I have a whole barrel full. Man sagt ja, sauer macht lustig. Ich teste jetzt das sauerste Candy, was diese Frau zu bieten hat. Ich frage mich, wie viele von den Dingern muss ich fressen, bis ich meine eigene Sendung bei Sat.1 kriege? When does it get sour? Okay, I guess it's not very sour for you? No, it's actually, the inside of me is dying. It's terrible. Okay, should I pull up the trash can now, or are you going to make it? It does get a little sweet, but you got to last for at least 60 seconds. Oh. What is it called? Toxic waste. It's such an extreme name. The kids love it. They want the extreme.
It's like if you ask, what's your favorite flavor? It's toxic waste! What's your favorite music? It's loud, blood ear. He's doing all right. He's been my partner for 10 years, and we've been married for 3 years, so he really knows how to handle a sour little sweet one. Mm-hmm. Yeah. You know what I mean? Okay, yeah. Look, I totally am with you. How did you do? You're doing all right. I'm fine. I'm past the sour bit. There you go. There you go. You're married for so long, I don't have taste anymore, you know? he's had to get rid of his taste in order to marry me. I guess he's willing to travel with you. It sucks, but you know, Pam, what I always say, if you suck long enough, sometimes a sour thing will turn into a sweet one. There you go. I love it. An old German wisdom. Okay. An old German. It's so old. It's almost ancient. Ancient, like eight months, I heard. Guck mal, Thomas, wieso hängt hier mein aktuelles Tourplakat? Mit dem Titel der Show. Besucht mich auf Tour, Leute. Es gibt noch Karten für den 11. August in Rust und den 20. August in der Riedberg Arena. Es wird funny! Ich arbeite in den Medien. Ja. Können Sie mir sagen, welche Seite meine Schokoladenseite ist? Da muss ich mal... okay. Und die andere Seite? Schwierig. Ich würde sagen die. Die? Ja. Ah, da müssen wir schnell Richtung wechseln. Welche ist denn meine überhaupt? Alle. Okay. Sie sind ein, ich wollte gerade sagen, ein Schokokopf, aber das sage ich nicht. Wenn ich eine Sache empfehlen darf, ne? Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben einen veganen Schokoriegel gegessen. Der schmeckt wirklich gut. Wirklich jetzt. Also, ja. Ah, ist für dich, Thomas. Haben wir jetzt auch noch was für dich? Nee, danke. Nein? Ich bin satt. Mir ist schon schlecht. Ich hab davon wird dir ja nicht schlecht im Endeffekt. Ja, ich kann wirklich nicht mehr. Ja gut, okay. Ich schaff's einfach dann nicht mehr. Akzeptieren wir das nochmal, du sollst ja auch nicht brechen, wenn du jetzt hier abhaust. Es wäre ja so schlecht, wenn ich mir jetzt hier so einen Riegel reinschiebe und dann hier so hinbreche. Naja, wir könnten das ja unter Umständen dann noch aufnehmen, bei eBay verticken. Ich weiß auch gar nicht, wer bist du denn eigentlich? Keine Ahnung, aber du willst meine Kotze bei eBay verticken. Also ja, irgendjemand Wichtiges scheine ich ja schon zu sein. Ja, wenn du prominent bist, eine Kamera heißt für mich immer ganz wichtig. Also können wir bei eBay nichts dafür bekommen? Oder gibt es ein paar Perversen, die das machen? Aber ich meine, ich verkaufe ja meine Kotze schon bei OnlyFans. Scheiße, echt jetzt? Ich habe gedacht, da zieht man sich aus. Nee, oder nee. Du machst das Doppelmodell, doch, ich du ziehst dich aus und du brichst. Mhm. Ich verkaufe dort meine vollgebrochenen Klamotten. Heidewitzka. Ich glaube, wir müssen das blurren, sonst kriegst du nie wieder einen Job. Völlig egal, die übernehme ich hier. Ich habe noch gar keine Probezeit rum, ne? Wir brauchen eh noch einen Praktikanten. Der mal anfängt, kommt aus Gehalt an. Hast du einen Führerschein? Ja, selbst ist schon überqualifiziert. Temporär habe ich den auch mal nicht. Alles klar, ein alkoholkranker Praktikant. Moment, nee, ich hatte eine zivilrechtliche Auseinandersetzung mit einem Polizisten. Und der saß am rechtlich längeren Hebel. Ich bin halt ehrlich. Norddeutsches Kind. Echt jetzt, weil ich ehrlich super bin? Oder, nee, und weil du auch einfach Leuten ins Gesicht sagen kannst, dass sie ja scheiße sind. Hab ich doch überhaupt gar nicht. Wo habe ich das denn gesagt? Ja, richtig. Nimm mal mit. Aber nicht gegen mich verwenden irgendwann.